Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ach, sieht das schön aus. Wenn die hässlichen Bäume vom Sumpf da hinten nicht wären, wäre das auf jeden Fall ein perfekter Anblick. So, wir sind auf dem Weg hier zum Knochenwanst. Also eigentlich nicht zum Knochenwanst, aber auf jeden Fall zu unserem Loot dorthin. Mal gucken, der Wind ist immer noch mit uns. Wir müssen ein bisschen nach links ziehen, dass wir da zwischen die beiden Dinger durchkommen. Wisst ihr, was jetzt absolut Weltklasse wäre, wenn jetzt hier so ein Seemonster kommt? Also ich weiß auf jeden Fall, es gibt welche. Aber keine Ahnung, ob die erst weiter draußen kommen oder wie häufig sowas passiert. Das weiß ich nicht. Und uns hier mitten auf dem Meer tötet. Das wäre natürlich jetzt, ja, relativ spitze, nach dem, was wir alles hinter uns haben. Mal gucken, ob diese ganze Aktion mit Boot hier runterfahren, mit generell die letzten drei Folgen Loot wiederholen, komplett sinnlos war. Denn mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich blende dich gleich mal ein, dass unser Name vom Portal nicht Knochen war, sondern Knochen Wann hieß, also mit N am Ende. Und wenn ich das einfach nur vergessen habe, dieses eine kleine doofe N und wir deswegen hier gestorben sind in den Ebenen und uns vier Folgen lang, oder ich mich zumindest vier Folgen lang geärgert und ja, gestruggelt habe, das alles wiederzukriegen, das wäre echt absolute Weltklasse. Wir werden es gleich sehen. Wir kommen hier unten jetzt gleich an. Und wenn das Portal dort steht und dort wirklich nur das N gefehlt hat, dann beiß ich mir sowas von in den Arsch. Naja. Aber war auch irgendwie ganz witzig. Zumindest habe ich jetzt dadurch mal ein bisschen herausgefunden, dass die Ebenen doch noch etwas zu heavy sind für uns. Und wir haben auch ein paar Sachen dazugelernt. Dass, wenn man mehrfach stirbt, dass die Steine nicht verschwinden. Wie man gegen die Todeskitos am besten ankämpft und. Also komplett für umsonst war es auf jeden Fall nicht. Wir müssen wieder ein Stückchen nach rechts. Wir sollten ja bald da sein. Wäre natürlich aber auch umso schöner, wenn das Portal noch steht. Würde mich natürlich ärgern, gar keine Frage, aber ich würde mich auch freuen, weil dann heißt das, dass unsere Truhe auch noch steht. Wir haben unser Eisen, können einfach wieder direkt nach Hause teleportieren. Und haben es dann endlich mal geschafft. Dann können wir nämlich unsere Rüstung, unseren Streitkolben, alles auf die 2 bringen. Ich glaube, wir müssten genügend mittlerweile haben. Beziehungsweise ich bin mir relativ sicher, dass wir genügend haben. Weil ich es ja in der Folge, wo wir es gesammelt haben, auch, ja, abgezählt habe. Jetzt wird es natürlich hier wieder Nacht. Da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Ich muss sagen, so Grasland und Dunkelwald stört mich absolut nicht. Aber Ebenen und Sumpfland ist irgendwie nachts echt sehr, sehr unschön. Ist das ein Vollmond? Sieht aus wie ein Vollmond. Naja, wir sind gleich da. Hier vorne, irgendwo dort muss es sein. Und dann machen wir uns auf jeden Fall auf, dass wir die ganze Rüstung aufrüsten natürlich. Dann mal gucken, dass wir die Tränke wieder brauen. Wir müssten auch generell, glaube ich, mal wieder ein bisschen Fleisch und sowas kochen. Also etwas Vorbereitung. Und wenn das erledigt ist, machen wir uns auf ins Gebirge. Wir haben ja hier oben gleich eins. Wo ist unser... Hier ist unsere Base. Ist das unsere? Nee, hier ist unsere Base. Entschuldigung. Und hier ist ja gleich Gebirge. Mal gucken, was da so Schönes auf uns wartet. So. Man sieht halt kaum was. Keine Lust, hier auf einmal plötzlich im Festland stecken zu bleiben. Bitte jetzt kein Seemonster, Flussmonster, was auch immer. Ist da drüben was? Und Trogger, der jetzt auf einmal anfängt mit Pfeilen zu schießen, wäre halt auch derbis unpraktisch. Ich glaube, das ist nur ein Baum. Wir sind gleich da. Wie lange haben wir dafür gekämpft? Und am Ende hängt es wahrscheinlich wirklich nur an einem Buchstaben, ey. Das wär so witzig und gleichzeitig doof zur Zeit. Ja. Und gleichzeitig doof. Irgendwie habe ich zurzeit nicht so mit dem Sprechen. Ist aber auch noch früh. 7.40 Uhr. Da darf man das. Darf man sich auch mal versprechen. So, ich werde mal kurz ein Segel wieder runternehmen. Dann wieder ein Stückchen weiter links. Ich will nicht ganz so nah hier am Festland dran sein, weil ich habe echt Schiss vor Pfeil und Bogen. Na gut, wir können noch mal kurz Vollgas geben. Ist natürlich geil, dass der Wind hier voll mitgemacht hat, sonst hätte der Weg locker das Dreifache gedauert.
Weil mir jetzt steht Ebenen da. Warum steht oben Ebenen? Anscheinend ist hier so ein kleines Stück Ebenen. Hier zumindest. Oh nein. Was ist das? Ach, come on. Nee, das ist, sind die böse? Scheiße, da wartet ein Trogger. Oder sind das nur Fische? Oh, bitte nicht böse sein. Jetzt nicht töten. Oh Gott, das werden immer mehr. Und Schleim. Nein, nein. Alter, was ist hier los? Und da kommt natürlich der Trogger. Und ein Skelett. Scheiße, ich weiß halt nicht, was die Biester hier unten machen. Sind das die Schlundegel? Oder Schlundis, wie auch immer. Oh, oh, oh. Nein, lass mein Boot in Ruhe. Oder mein Floß, besser gesagt. Och, come on. Ich weiß nicht, kann ich hier... Wenn ich hier mal kurz ein bisschen langsamer mache, loslass, mir einen Bogen nehme. Ja, das sind Schlundis. Oh Gott. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht vergiften. Ah, shit. Wir müssen irgendwie mal... Wir müssen anhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die flippen ja vollkommen aus. Ne, wir müssen eigentlich, ne, wir müssen das kleine Stück noch vor und dann hier schnell aufs Festland. Anders geht's jetzt nicht. Ach du Scheiße, sind das viele. So, und weg hier. Da steht unser Boot. Das Portal steht noch da, Kiste steht auch da. Es ist alles noch da. Wir tragen zu viel, das ist klar. Ach du Scheiße. Knochenwand ist nicht verbunden. Wir nennen das jetzt Sumpf, ne? Sumpf hieß das Ding. Scheiße, wir müssen uns... Ah, wir müssen uns echt beeilen. Gar keinen Bock auf die Schlundis. Verbinde dich. Scheiße, habe ich das jetzt nicht Sumpf genannt? Wie habe ich das... Ach, scheiße. Oh Gott, und wir tragen zu viel. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Ach, du Scheiße. Wenn es mal schnell gehen soll, ne? Gott, wir haben auch kaum noch Essen drin. Wir müssen kämpfen, es geht nicht anders. Ich brauche hier erstmal eine Sekunde Ruhe, um nachzudenken. Okay, es ist alles noch da, es hing wirklich an einem Buchstaben. Ich fasse es nicht, ich konnte jetzt noch gar nicht so schnell drauf reagieren, weil ich mich hier erstmal um die Viecher kümmern muss. Wir müssen jetzt mal schnell gucken, dass wir hier erstmal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Komm schon, stirb doch. So, haben wir. Mann, das ist wirklich mit den Namen. Habe ich es ABC genannt? Oder ich habe es wieder Knochenwahr genannt? Irgendwie muss ich es doch benannt nachhaben. Verdammt. Ja, diese Namen, ey. Warum kann ich es mir denn aber auch nicht merken? Oder es Ebenen... Okay, wir müssen mal ganz in Ruhe nachdenken. Anders geht's gerade nicht. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen um die Schlundis kümmern, auch wenn die gerade jetzt hier nicht so Vollattacke machen, aber... Trotzdem keine Lust, dass auf einmal hier so ein Spuckball von denen rüberkommt. Ich wusste gar nicht, dass die da so krass hinterher schwimmen können. War mir tatsächlich nicht bewusst. So, wir haben unsere Ruhe. Jetzt kurz überlegen. Wir hatten ja das Portal zu den Ebenen. Moment. Bin ich jetzt doof? Ich wollte das doch hier abbauen, richtig? Ich wollte das dort eigentlich abbauen. Habe ich das abgebaut? Ich glaube, ich habe das nicht abgebaut. Obwohl, nee, ich habe extra nochmal Neues mitgenommen. Aber ich glaube, ich habe das alte nicht deconnected. Kann das sein? Dass wir uns jetzt nicht mehr verbinden können? Ach, das ist ein Quatsch. Ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz einen Schnitt reinsetzen und mal mich eben fix ausloggen und die Folge von gestern nochmal angucken. Mann, ich kann mich leider wirklich nicht dran erinnern. Wir machen das so, bevor wir jetzt hier zu viel Zeit vertrödeln. Jetzt muss ich aber, Moment, bevor ich mich hier auslogge... Werfe ich definitiv erstmal das Eisen wieder in die Kiste. Nicht, dass das dann irgendwie weg ist. Das wäre natürlich doof, wenn ich das vergessen habe. Aber ja, natürlich, wir haben uns ja dahinter gebeamt. In die Ebenen. Und ich glaube, dort habe ich es nicht abgerissen, weil ich habe ja sogar gesagt, ich nehme nochmal was Neues mit. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, gerade kein Portal mehr, mit dem wir uns connecten können.
Ach, das wäre richtig Mist. Naja, ich guck noch mal ganz kurz, bis gleich. Ja, wie sollte es natürlich anders sein? Ich habe das alte Portal nicht abgebaut. Mein Plan war ja auch eigentlich, ich nehme was mit für Neues. Aber dass ich dann in meiner Basis hätte natürlich auch noch ein Portal bauen müssen, damit auch wieder ein Gegenstück da ist, habe ich nicht dran gedacht. Ach Mann, ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Ich hoffe, diese Pechträne lässt irgendwann mal wieder los. Also, Fakt ist, wir haben kein freies Portal in der Basis. Wir haben das in den Ebenen noch stehen, das ist mit der in der Basis verbunden und wir haben das hier noch stehen, aber das kann sich jetzt mit nichts verbinden. Und ja, es lag die ganze Zeit nur an einem Buchstaben. Ich bin so doof, warum ich das nicht gecheckt habe. Es hieß ja Knochenwahn, weil wir nicht mehr Buchstaben reinpacken konnten. Und ich habe die ganze Zeit Knochenwahn gedacht. Ach man, wir hätten uns so viel Arbeit erspart. Naja gut, wir können es jetzt nicht ändern. Wir kommen nicht drum herum, wir müssen wohl oder übel mit dem Boot zurück. Natürlich auch komplett Gegenwind. Das kann ja mal richtig spaßig werden. Die Sache ist, wir können ja im Boot Sachen verstauen. Das heißt, da trage ich auch schon direkt zu viel. Dann können wir auch gleich alles nehmen. Kann ich überhaupt springen? Ich höre schon wieder so ein Schlundi. Ah, ich wusste es. Nee, und ah, nein, 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 geh bloß weg. Ich habe keinen Giftwiderstand mit dabei. Den müssen wir uns erstmal vorknöpfen. Ja, wir müssen wohl oder übel mit dem Boot zurück. Dann bauen wir in der Basis... Boah, geil. Dann bauen wir in der Basis noch ein neues Portal. Nennen das diesmal Knochenwann. Und dann haben wir alles. Ah, ich kann nicht springen mit so viel Zeug. Hier Storage. Das nehmen wir raus. Ich weiß nicht, ist das gewichtstechnisch beschränkt? Anscheinend nicht. Das ist ja schon mal gut. Hier können wir das ganze Zeug von den Schlundegeln noch aufsammeln schnell. Sag hier noch irgendwo was. Ah, ich glaube, das war's erstmal. Naja, und jetzt müssen wir zum Tagesstart uns halt einfach wieder zurückbegeben. Dann haben wir zumindest auch unser Boot wieder zu Hause. Ist prinzipiell auch nicht so verkehrt. Benutze Ruder, wir müssen zurück. Na, der Wind hat sich ein bisschen gedreht. Perfekt ist es nicht, aber schon mal besser als nichts. Da vorne hätte noch was gelegen. Naja. So, und wieder vor. Vorne rennt der Troger noch rum. Egal, wir haben auf jeden Fall unsere... Achso, ich kann es jetzt von hier nicht sehen. Ich weiß gar nicht, 50 Eisen oder irgendwas war es. Wind ist auch okay. Also es geht ganz gut voran. Wir sind vor allem mit dem Boot auch um einiges schneller als mit dem Floß. Macht ja auch Sinn. Größeres Segel. Aber den Unterschied spürt man gerade doch deutlich. Dann sollten wir ja relativ fix wieder zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob wir es in der Folge komplett schaffen. Aber ich... Müsste eigentlich klappen. So, wir hauen nochmal was zu essen nach. Wir haben unser Zeug wieder. Es lag wirklich an einem Buchstaben. Tausend Dank nochmal für deinen Kommentar. Na gut, mir wäre es wahrscheinlich jetzt heute auch selber aufgefallen. Beziehungsweise ich hätte mich wahrscheinlich gewundert, hätte gedacht, hey, das Portal steht doch noch. Warum hat das nicht geklappt? Und irgendwann wäre es mir dann aufgefallen. Naja, ein Buchstabe. Daran kann es manchmal liegen. Aber umso mehr freue ich mich gerade, dass wir unser ganzes Zeug wieder zusammen haben. Jetzt einfach so schnell wie es geht wieder nach Hause. Jetzt müssen wir mal gucken, aber wir müssen ja sogar außenrum. Ne, hier ist Gebirge, innenrum kommen wir nicht. Muss mal ein bisschen mit auf die Karte gucken. Na gut, wir könnten uns... Ne, komm, wir machen es uns... machen uns den Weg kürzer. Wir machen uns wieder hier hin. Und gehen mit dem Portal zurück. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo... Ne, wir müssen hier gerade. Oh, jetzt haben wir komplett Rückenwind. Da geht das Boot ja echt ab wie Holle. Ja, weil ganz ehrlich, sonst müssen wir hier den kompletten Weg wieder zurück. Oder halt hier oben lang und dann durch das kleine Ding durch würde auch gehen. Aber ganz ehrlich, wir machen uns jetzt hierher. Gehen ab ins Portal. Und gut ist, dann bauen wir in der Basis gleich ein neues Portal. Nennen das diesmal Knochenmann. Und dann... haben wir auf jeden Fall alles geschafft. Dann haben wir wieder ein Portal zum Knochenwanz. Wir haben ein Portal in die Ebenen. Das werde ich mir dann nochmal auf der Karte markieren, weil das Symbol wird früher oder später auch verschwinden. Jo, hier unten haben wir ein Portal. Das ist auch nochmal Ebenen. Und natürlich alte Basis, neue Basis. Können wir dann überall hinreißen. Was liegt da drüben? Was ist das? Würde es mir gerne angucken, aber ich möchte gerade echt nichts riskieren. Sieht eigentlich so aus wie ein Eingang von...
Obwohl, das ist, glaube ich, bloß zum Register. Ist das ein Spawner? Ich habe keine Ahnung, aber egal. Sah erst so aus wie der Stein, der uns den Knochenwand. Jetzt nenne ich ihn schon Knochenwand. Den Knochenwanst. Oh Gott, wir driften ab. Ja, registriert auf der Karte und sah ein bisschen aus wie so ein Eingang von einem Dungeon mit den grünen Fackeln. So, wie sieht's denn aus? Wir sind auf dem richtigen Weg. Wahnsinn, wie schnell wir damit sind. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, es gibt auch noch ein größeres Boot. Wenn ich mich nicht täusche. Damit sind wir dann wahrscheinlich richtig flink unterwegs. Ja, schaffen wir auf jeden Fall noch die Folge. Wenn jetzt hier nicht noch irgendein Flussmonster kommt und uns komplett aus dem Leben reißt. Dann sollten wir es geschafft haben. Ach, ist das schön. Endlich wieder nach Hause. Vielleicht haben wir auch Glück und direkt an unserem Portal stehen jetzt drei tote Skitos, die schon auf uns warten. Aber mit der Taktik erstmal blockieren, dann schnell Bogen zücken und schießen, fahren wir eigentlich ganz gut. Bin sehr froh, dass die Hitbox da ein bisschen größer gemacht wurde. Das wäre ansonsten echt schwierig, weil mit Blockieren und Zuschlagen hat es ja nicht geklappt. Gut, der Streitkolben ist auch nochmal ein Stückchen langsamer als das Schwert. Vielleicht hätte man das auch mit dem Schwert probieren können. Aber trotzdem finde ich das mit dem Bogen eigentlich eine ganz geile Taktik. So, jetzt lasst mal gucken. Wir waren noch hier auf dem Grasland, genau. Ein kleines Stück wieder rechts. Gott, wie schnell das aber auch wendet. Ist man gar nicht mehr gewohnt, wenn man davor das Floß hatte. Komm, es gibt mal ein paar Blaubeeren zur Abwechslung. Haben wir hier eigentlich noch schönes? Ein Rubin? Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob wir auch irgendwie aus dem Boot wieder rauskommen. Wenn wir nicht springen können, weil wir zu viel tragen. So, welches Haus war denn das? Moment, Moment, stopp, 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 nicht so schnell. Da sind noch ein paar Nixen. Vorne steht ein kleines Häuschen, aber ich glaube, das hier drüben war unseres, ne? Gut, ich mache jetzt mal Stopp. Wir müssen mal gucken. Ah, ich will das Eisen jetzt nicht alleine lassen. Wir sind halt sofort überladen. Gott, was war hier? Da ist ein totes Kito. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Schnell weg damit, schnell weg. Und blockieren, blockieren. Achso, okay, er greift die Nixen an. Vielleicht erwische ich ihn ja so. Wo ist er hin? Oh oh. Der ist einfach zu weit weg. Wir müssen uns um den kümmern, anders geht's nicht. Er ist weg. Gut. Mann, Mann, Mann. Ich habe echt Schiss vor den Viechern. Ich meine, wenn wir jetzt hier sterben, wäre nicht ganz so schlimm, aber wir haben echt schon ordentlich Fähigkeiten verloren. Gut, wir nehmen jetzt erstmal so viel wie geht. Weil ich komme hier sonst nicht aus dem Boot raus. Vielleicht über die Leiter? Ah, hä? Ja, doch, geht. Wenn es natürlich so ein totes Kido kommt, sind wir echt am Arsch. Wir müssen hier mal wieder ein bisschen so Trick 17 benutzen. Und echt die Augen offen halten. Eigentlich hätte ich auch gerne zumindest das Schild in der Hand. Ich habe echt Angst vor den Biestern. So, wir haben alles. Jetzt komme ich hier nicht rein, das war so klar. Eisenschrott und das Eisen muss erstmal direkt hier rein. Perfekt. So, jetzt können wir hier auch mal ganz kurz noch allen anderen Scheiß reinwerfen. Viel wie geht. Was haben wir denn? 66 Kilo wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Die sind halt auch so klein und unauffällig, ne? Was sollen das bitte für Insekten sein? Wir haben schon ein bisschen Überlänge, aber es ist egal. Gott. Ich möchte es jetzt... Ja, dann scheiß auf die drei Steine. Was ist denn gerade mit der Kamera los? So, ich möchte mit euch das noch ganz schnell wenigstens noch in die alte Basis bringen und dann machen wir hier Schluss mit der Folge. Ah, wir haben es gleich geschafft. So, nimm erstmal alles mit, was geht.
egal wie viel wir tragen, 700 Kilo, ich glaube, das ist auch neuer Rekord. Und bitte einfach wieder nach Hause. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich freue mich so dermaßen. Wir sind wieder hier. Wir haben insgesamt 53 Eisen. Das wird jetzt alles geschmolzen und dann werden wir uns mal schön aufleveln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.